Deutschlands Vogelwelt hat viele gelbe Vögel zu bieten. Wir denken an den Pirol, an den Girlitz, an die Goldammer, an den Erlenzeisig, an den Waldlaubsänger und so weiter und so fort. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist wie immer Kalle von Ornithologie für Anfänger und heute möchte ich mich mal gelben Vögeln widmen, weil in meinem Quiz auf Instagram hatten sehr, sehr viele Schwierigkeiten, gelbe Vögel auseinanderzuhalten. Außerdem habe ich sehr viele Privatnachrichten bekommen. Hey Kalle, kannst du nicht mal ein Video über den Goldammer, Girlitz, Erlenzeisig und so weiter machen? Das Thema wurde viel nachgefragt und bevor wir reinstarten, bitte ich dich noch einfach mal meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Es dauert überhaupt nicht lange und du kannst mich damit sehr, sehr supporten. Außerdem, wenn wir schon dabei sind, schau doch mal bei mir auf Instagram vorbei. Unser heutiges Thema ist Goldammer, Girlitz und Erlenzeisig einfach und sicher auseinanderzuhalten. Und es ist auch gar nicht so schwer. Wir werden uns den Lebensraum und das Aussehen der jeweiligen Arten ansehen und diese auch noch anhand ihres Gesangs unterscheiden. Let's go! Starten wir mit der Goldammer. Die Goldammer ist der größte dieser drei Vögel und wird mit 15 bis 17 cm wirklich deutlich größer als die anderen. Sie ist ein Bewohner unserer Agrarlandschaften, Waldränder und Heiden und eigentlich ziemlich flexibel unterwegs. Sie ist ein Teilzieher. Gerade im Winter haben wir Gäste aus Skandinavien noch bei uns. Die Nahrungssuche ist ammerntypisch oft am Boden und sie ist meiner Beobachtung zufolge sehr wenig am Vogelhaus und wenn, dann nur bei Schnee. Das Männchen im Prachtkleid hat einen gelben Kopf, eine dunkle Markierung auf Scheitel und Ohrdecken, außerdem eine sattgelbe Unterseite. Die Flanken sind rotbraun und die Oberseite ist ammerntypisch braunschwarz gemustert. Das Weibchen kann man dann eher auch mit anderen Ammern verwechseln, vielleicht zum Beispiel mit der Zaunammer. Und insofern ist die Goldammer zwar ein gelber Vogel, aber allein von der Größe her nicht so leicht zu verwechseln mit Girlitz und Erlenzeisig. Schauen wir uns jetzt mal den Girlitz an. Der Girlitz ist 11 bis 12 cm lang, hat einen relativ verhältnismäßig großen Kopf und dafür einen winzigen Schnabel. Der Girlitz ist ein Zugvogel, der im Mittelmeerraum und in Frankreich überwintert und die Weibchen sind letztendlich eine blasse Version vom Männchen. Beim Männchen sind Rücken, Mantel und Flanken kräftig gestreift. Das ist ein gutes Merkmal, um die beiden Arten auseinanderzuhalten. Außerdem ist für den Girlitz ein energetischer, hüpfender Flug und diese Rastlosigkeit sehr, sehr typisch. Das Männchen hat einen langen, hellen Überaugenstreif, düstere Ohrendecken mit einem gelben Fleck mittendrin und außerdem sind Stirn, Überaugenstreif, Halsseiten, Kehle und Brust leuchtend zitronengelb. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich leuchtend zitronengelb gefärbt. Außerdem ist der Bauch weiß. Schauen wir uns jetzt noch den Erlenzeisig an. Der Erlenzeisig ist ganzjährig bei uns, aber auch vor allem im Winter zu beobachten. Dort haben wir nämlich einen alljährlichen Einflug aus dem Norden, wenn dann größere Trupps auch am Futterhaus unterwegs sind. Außerdem mag er die Nähe zu Erlen und Birken. Der Erlenzeisig verfügt über einen leichten Geschlechtsdimorphismus, das heißt, auch bei ihm sind Männlein und Weiblein unterschiedlich gefärbt. Die Männchen sind tendenziell kräftiger gefärbt. Der Erlenzeisig wird auch nur 11 bis 12 cm groß oder eher klein und ist damit zierlich, hat einen kleinen Kopf und auch einen kurzen Schwanz. Für ihn sind aber die dunklen Flügel mit gelben Binden typisch, die fast schon an einen Stieglitz erinnern. Außerdem sind Scheitel und Kinn schwarz, er hat einen spitzen Schnabel und seine Unterseite ist weiß mit schwarz gestrichelten Linien. Jetzt haben wir schon mal einen guten Überblick bekommen, wie das Ganze beim Aussehen aussieht. Lass uns jetzt noch einmal auf den Gesang hören. Der Girlitz, fangen wir mit dem an, hört sich an wie ein quietschender Kinderwagen. Goldhammer hingegen kann man sich mit einem anderen Merkspruch ganz gut merken, und zwar ich hab dich so lieb. Vor allem nach der Brutzeit, also im Herbst, ist dieser nochmal zu hören. Forschungen haben ergeben, dass die Goldammer gerade nach der Brutzeit nochmal sehr, sehr intensiv mit ihrem Gesang startet und deutlich mehr singt, wenn die Brutzeit vorbei ist. Aber auch schon während der Brutzeit kann man sie öfter mal hören, gerade abends auf Leitungen sitzen, zum Beispiel in der Kulturlandschaft. Der
Perlenzahl sich hingegen hat zweisilbige Rufe und der Gesang ist flüssig, zwitschernd und trillernd. Außerdem sind dort noch Imitationen dabei. Hören wir uns das auch jetzt noch einmal kurz an. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein, kurz und knackig, damit du in Zukunft Goldammer, Gierlitz und Erlenzeisig sicher und einfach auseinanderhalten kannst. Wenn das Video dir gefallen haben sollte, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin und ciao.